Die Nachricht, dass Detektiv Conan knapp 3 Monate pausiert, hat uns alle getroffen. Warum wir aber dennoch nicht traurig sein sollten, das erzähle ich euch nach dem Intro, denn dafür gibt es 2 gute Gründe. Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kaito Ake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Detektiv Conan Video. Viele von euch wissen es bereits, Detektiv Conan pausiert gerade aktuell für knapp 3 Monate. Um genauer zu sein, wird das Kapitel nach 1042, also Kapitel 1043, am 27. November ausgestrahlt werden. Aber, meine lieben Leute, jetzt kommen wir auf die 2 Gründe zu sprechen, warum wir nicht traurig sein sollten. Am 10. September gab es mal wieder Animal Crossing Hints. Animal Crossing ist ein beliebtes Spiel von Gosho Aoyama, um mit uns zu kommunizieren. Dort lässt er Informationen durchsickern, die ihn betreffen. Magic Kaito, Zero's Tea Time oder aber auch Detektiv Conan. Und dort hat er gesagt, dass wir nicht traurig sein sollen, dass es eine 3-monatige Pause gibt. Nein, sondern, dass wir eine große Möglichkeit haben, dass in dieser Zwischenzeit etwas Großartiges passiert. Das wurde aber nicht näher definiert. Das heißt also irgendetwas Relevantes. Vielleicht der Anfang der Promo zum nächsten Detektiv Conan Kinofilm. Vielleicht ist es irgendwas in Richtung Kaito Kid, Magic Kaito also. Ja, vielleicht gibt es dort neues Kapitel. Vielleicht geht Zero Tea Time mit einem krassen Kapitel weiter. Oder es werden halt krasse Informationen gestreut zu dem nächsten Kapitel 1043. Das ist der erste Punkt, warum wir erstmal nicht traurig sein sollten. Und dann habe ich mal geguckt, wann war eigentlich die letzte ungefähre Pause, die genauso lange ging in Detektiv Conan, ja? Gosho ist ja dafür bekannt, dass es oft Pausen gibt, ja? Es gibt Wochenpausen, manchmal ist die Pause in einem Monat zwischen den einzelnen Kapiteln, aber es gab auch mal eine Pause, die knapp 3 Monate lang war. Das Ganze ist am 13. Dezember 2017 bis zum 11. April 2018 gestreckt worden. Ja, das heißt also, wir haben hier eine vergleichsweise große Pause. Das Schöne ist, hierbei war es quasi der Fall nach der Klassenfahrt, der Fall um die Suche nach Maria, der ja dann damit geendet hat, dass Anno Carter, der Boss der schwarzen Organisation, endlich enthüllt wurde. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Renya Karasuma ist also Anno Carter. Und danach gab es die Pause, ein riesengroßer Cliffhanger. Die ganze Community ist ausgeflippt. Und nach dieser Pause, jetzt kommen wir nämlich zu dem motivierenden Punkt, gab es einen weiteren Fall, der jetzt quasi als Anime-Ausstrahlung im japanischen Fernsehen läuft, nämlich Kapitel 1009, ja, nämlich der Black Bunnies Club. Und wir wissen ja, Black Bunnies Club ist ein Dreiteiler, der extrem wichtig ist. Warum, weshalb, wieso? Wir sehen hier unter anderem einen belanglosen Fall, wie halt immer, aber wir kriegen natürlich enorm wichtige Informationen über Amuros Vergangenheit, über seinen Kontakt mit und zu Elena, ja, diese besondere Beziehung, irgendwas verbindet die beiden, ja, er hat Akemi damals schon getroffen und er ist wahrscheinlich der einzige Überlebende, den wir bis dato kennen, der Atsushi Miyano, also den Vater von Ai und Akemi, jemals getroffen hat, als dieser noch am Leben war. Des Weiteren hat Hiromu eine Nachricht geschickt, direkt zu Amuro, also Bourbon, dass er Informationen über Shinichi sammeln soll. Das heißt also, wir haben hier einen sehr, sehr plotrelevanten Fall und darauf würde ich eigentlich hinaus. Das heißt also, dass wir bei der letzten großen Pause mit dem folgenden Kapitelfall nicht enttäuscht wurden. Und genau das sollten wir glauben und uns darauf stützen. Wie gesagt, wir haben also damit jetzt 2 Punkte, die uns Hoffnung geben und mehr als abwarten können wir eh nicht. Ich würde sagen, lass uns positiv in die Zukunft schauen. Wir haben halt einfach ein paar Anhaltspunkte, die die positiv gestaltete Zukunft auf jeden Fall gewähren lassen. Also meine lieben Leute, ich hoffe, dieses kurze Informationsvideo hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.